Der Innsbrucker Grabenweg 64 ist ab sofort eine Top-Adresse in Sachen Damenmode. Extravagant und einzigartig lautet die Devise. Von gewaltigen High Heels über ausgefallene Designs und tollen Accessoires ist hier alles zu finden, was das Damenmodeherz begehrt. Am Eröffnungstag gibt es ganz besondere Highlights. Ich habe heute eingeladen Visagistin, Make-up-Artist Lucy. Sie hat heute ein paar Mädels umgeschminkt, extravagant geschminkt, und sie hat ein paar Tipps den anderen Frauen hier gegeben. Die ersten 5 Kundinnen, die hier einkaufen, bekommen einen Gutschein, und sie wird sie beraten und schminken. Weiter habe ich den Herr Räder eingeladen vom Landestheater. Der ist da gekommen mit seinen Mädels. Und die haben da voll schöne Show gemacht, schöne Modeschau, voll extravagant, und es hat mir sehr gut gefallen. Und sie haben meine Kleider präsentiert. Eine von diesen Mädels hat live gesungen, Gitarre gespielt. Musikalische Unterhaltung, Smalltalk und Modeschau. Der passende Rahmen, um die Meinung zur Bekleidung einzufangen. Also ich finde sexy Kleidung nicht schlecht, aber zu freizügig finde ich jetzt auch nicht gut. Zum Weggehen feiern ist okay, finde ich, aber jetzt nicht zu übertrieben. Was ist sexy? Das ist von Frau zu Frau einfach unterschiedlich. Aber ich glaube allgemein, dass die falschen Frauentypen das falsche Gewand haben. Ich finde, sexy Kleidung braucht jede Frau, und ist auf jeden Fall ein Muss für jeden Kleiderschrank. Und man findet es bestimmt hier bei LH Design. Sie ist von Frau zu Frau verschieden. Nicht jede kann so aus sich herausgehen. Und jede Frau versteht unter sexy auch was anderes. Und ich glaube, dass man da eigentlich für jeden Geschmack was findet. Ich liebe es, wenn eine Frau auf sich schaut. Das gehört ja dazu. Ich meine, ich bin auch eigentlich für Jugend, die so locker angezogen sind und auch so ziemlich lässig unterwegs sind. Aber wenn eine Frau sehr schön angezogen ist und sehr elegant angezogen ist und sexy vor allem, das hat was. Das ist schön. Lucy hat sich mit dem Geschäft einen persönlichen Traum erfüllt, und so manches Kleidungsstück steht wohl bei den Damen ganz oben auf der Traumliste.